Heute ist der 19. April 2020. Heute ist auch der Tag der Weltaktion der Solidarität mit Venezuela, weswegen auch dieses Video heute erscheint. Im Hinblick auf natürlich den den Sanktionen, die auf dem südamerikanischen Land wiegen. Diese Sanktionen sind in der Tat unethisch, sie sind unmoralisch und sie sind illegal im Völkerrecht. Das beiseite gesagt ist natürlich nicht nur in Venezuela so, es ist auch auf Kuba, es ist in Nicaragua der Fall, Iran und andere Länder. Und natürlich ist das hier im Rahmen der Corona-Pandemie nicht weniger bedeutend. Der Aufruf der Beseitigung dieser wirtschaftlichen Mittel gegen den Ländern. Die Sanktionen sind ein wichtiger Element der Probleme in der Wirtschaft herbeibringt. Das geht in unterschiedlichen Aspekten. Das geht über der Beschaffung von Materialien für die Gesundheit, was heute natürlich in der allerersten Bedeutung ist. Das geht natürlich auch hinsichtlich der Kooperation mit der Erdölförderung und Weitertransport, was natürlich im Hinblick der Sanktionen umso erschwert wird, nicht nur mit wenigem Preis, mit dem niedrigen Preis, der weltweit jetzt herrscht, sondern auch hinsichtlich der Sanktionen auf die Boote, die das befördern. Auch ist es so, dass die finanziellen Hürden auf Venezuela natürlich immensen Impact haben. Die Verluste und die Unmöglichkeit, einen effizienten und kohärenten Weg der sozialen Maßnahmen, die natürlich dadurch sehr behindert werden. Das hilft natürlich im wahrsten Sinne nicht und deshalb ist es dann auch zu betonen, wie weit die Sanktionen oft die allerschwächsten Glieder der Gesellschaft treffen und selten den Zweck bewirken, den sie ersuchen. In diesem Rahmen ist natürlich wichtig, dass der Frente Unido America Latina hier eine Solidarität mit Venezuela, mit der bolivarianischen Regierung voll und ganz untermauert und bestätigt. Und von daher ist natürlich der heutige Tag ein sehr wichtiger, um dieses erneut zu sagen. Dieses soll und wird bald einen Ende finden, das hoffen wir natürlich, und sagen dann noch venceremos.